2010 hatte sie relativ strikte Vorschriften, wie so eine Messstation aufzustellen ist. Da wurde europaeinheitlich geregelt, wie muss die stehen, einen gewissen Abstand von der Straße. Es wurde insbesondere darauf geachtet, dass sie die Lebenswirklichkeit der Bevölkerung widerspiegelt. Also dass praktisch ein ganzer Bereich, beispielsweise ein 100 Meter langer Straßenabschnitt, der Durchschnittswert ermittelt wird, dass das repräsentativ aufgestellt wird, diese Messstation. Im Jahr 2015 wurde dann unter anderem, deswegen ist das Thema nicht Gott gegeben, sondern politisch gemacht, auf Bestreben der Bundesregierung diese EU-Richtlinie geändert und komplett aufgeweicht. Und zwischenzeitlich ist es im Prinzip so, im Prinzip können Sie die Messstation aufstellen, wie Sie wollen. In Deutschland tendiert man dazu, ich meine, Sie wundern sich sicherlich auch, warum werden von 28 EU-Staaten durch die EU nur 3 Staaten verklagt. Die Situation in Europa ist überall dieselbe. Es werden überall dieselben Autos gefahren. Wir haben überall dieselben Situationen in den Innenstädten, aber komischerweise werden nur 3 von 28 Mitgliedstaaten verklagt. Das liegt ganz einfach an dieser EU-Richtlinie, die dann auch ins deutsche Recht umgesetzt wurde, dass man die im Prinzip aufstellen kann, wie man möchte. Wir tendieren in Deutschland dazu, die im Prinzip quasi in den Auspuff des Autos zu stellen, immer an den Höchstpunkt. Wenn Sie zum Beispiel nach Thessaloniki gehen, da ist eine Messstation in 35 Meter Höhe auf dem Dach einer Universität aufgestellt. Und das sind einfach keine vergleichbaren Werte. Im Übrigen ist es natürlich auch den lokalen Behörden vorbehalten, wo sie das hinstellen. Wenn ich natürlich politisch möchte, dass es zu Fahrverboten kommt in der Stadt, dann stelle ich es bewusst an diese eine Stelle, wo die Verletzung in jedem Fall stattfindet. Zum Beispiel in der Anhörung im Ausschuss, in der öffentlichen Anhörung im Juli im Ausschuss, hat der Professor Klingler gesagt, wenn Sie die Messstation um 4 bis 6 Meter verschieben, weiter von der Straße wegstellen, um 4 Meter weiter von der Straße wegstellen, reduziert sich der Stickoxidkonzentration um 40%. Und jetzt nehmen wir mal die Ausreißerpositionen, die wir haben in Deutschland, 70 oder 75 Mikrogramm, reduzieren Sie die um 40%, dann haben Sie das Ziel fast erreicht. Also das Aufstellen der Messstation, wo die steht, ist der entscheidende Punkt. Und da können Sie manipulieren. Und im Moment wird damit manipuliert. Und zum Nachteil der Bürger. Das ist der Punkt. Das Entscheidende ist, dass diese Messstationen nicht die Lebenswirklichkeit der Menschen in unserem Land und in den Städten widerspiegeln, sondern Höchstwerte messen. Und das ist überhaupt von der EU-Richtlinie überhaupt nicht so intendiert. Und der Grenzwert war so nie gedacht.